Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Hohen Domkirche und jene, die mit uns über Internet, Fernsehen oder Radio verbunden sind. Christsein bedeutet österlich leben. In der Perspektive der Auferstehung. Christus ist auferstanden, er bleibt auferstanden. Die Mauer des Todes ist durchbrochen. Und jetzt schon leben wir in seiner Gegenwart, in der Gegenwart des erhöhten Herrn, der uns keinen Augenblick alleine lässt. Ich freue mich, dass ich heute Morgen eine Reihe von Menschen begrüßen darf. Sie haben gesehen, es sind ganz viele Ministrantinnen und Ministranten mit eingezogen. Ich begrüße die Gäste, die Messdienerinnen und Messdiener aus Swisttal mit Pater Marek und aus St. Augustin. Ich begrüße Pfarrer Herbert, der mit einer Gruppe aus Würzburg hier bei uns zu Gast ist. Und ich begrüße als Chor den polyphonischen Chor Ludus Vocalis aus Ravenna. Benvenuti a tutti voi. Che siete venuti per cantare in questa Santa Messa, siamo felici che siete venuti. Wir wollen uns nun dem Herrn zuwenden, der, der uns als Kinder Gottes berufen hat, der, dem wir in der Taufe, der, mit dem wir in der Taufe gestorben und auferstanden sind. Und wir wollen uns der Taufe erinnern im sonntäglichen Taufgedächtnis. Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir nun besprengt werden. Das geweihte Wasser soll uns an die Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Segne, Herr, dieses Wasser, damit es uns ein Zeichen sei für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Aquam Confitemini Domino quodiam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Hec est dies quam fecit Dominus, exultemus et letemur in ea.
quam. Der allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenk ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser mit ihm gesprochen habe und wie er in Damaskus mutig und offen im Namen Jesu aufgetreten sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat unerschrocken im Namen des Herrn auf und führte auch Streitgespräche mit den Hellesiten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als die Brüder das merkten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden. Sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht vor dem Herrn. Und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder,
Wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir in seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wort des lebendigen Gottes. Spricht der Herr, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, jung, jünger und älter, vor mir und hinter mir, an den Rundfunkgeräten und Fernsehen und hier im Dom. Ach, bleibt doch noch ein bisschen. Das sagen wir gerne, wenn Menschen, die wir gern haben, zu Besuch sind und sie sich anschicken, wegzugehen. Bleibt da noch ein bisschen. Da schwingt mit die Freude darüber, dass man den lieben Besuch eben hat. Und man möchte ein wenig die Zeit festhalten, dass sie nicht allzu schnell vorbeigeht. In dieser Aussage schwingt aber schon ein wenig Trauer darüber mit, dass es wohl zur Trennung wieder kommen werden muss. In diesem Wort schwingt mit auch die innere Verbundenheit. Klar, sonst würde man nicht sagen, bleibt doch noch ein bisschen. Und es wird auch deutlich, dass die gemeinsame Zeit mit lieben Menschen etwas ist, was das Leben besonders schön und lebens- und liebenswert macht. Wir erinnern uns an die Worte der Emmausjünger: Herr, bleib bei uns. Es will Abend werden, der Tag hat sich schon geneigt. Da schwingen dieselben Gedanken mit. Bleiben, das ist auch ein Schlüsselwort des Evangeliums von heute. Es kommt gleich 9-mal vor. Und wenn wir die Fortsetzung, die wir kommenden Sonntag hören, dazu nehmen, dann kommt es in dieser Stelle 12-mal vor. Bleiben. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und in diesem Wort Jesu schwingt die Sehnsucht nach ihnen und nach mir mit. Bleibt doch in mir. Bleibt doch noch ein wenig. Bleiben wir doch zusammen. Die Sehnsucht Jesu nach den Menschen. Für Mutter Teresa von Kalkutta war dies ein entscheidender Punkt für ihre Frömmigkeit und für die Haltung ihres Ordens. Das Wort Jesu am Kreuz, mich dürstet, hat sie immer gedeutet als den Durst Jesu nach den Seelen. Und so hat sie neben jedes Kreuz in einer ihrer Niederlassungen schreiben lassen, I thirst. Mich dürstet. Was bedeutet dieser Durst Jesu nach uns? Was bedeutet diese Sehnsucht, dass wir bleiben? Bleiben bedeutet als erstes Dasein. Ich bin da. Dasein, das ist mehr als physische Anwesenheit. Bei jeder Diakonenpriester- oder Bischofsweihe werden die Kandidaten mit Namen aufgerufen und sie sagen, hier bin ich. Auf Lateinisch Adsum. Das bedeutet eigentlich mehr als nur, hier bin ich. Ich bin da, ich bin präsent, ich bin bereit, ich bin wach, ich bin aufmerksam. Rufe mich, dein Diener hört. Ich bin da. Bleiben bedeutet wirklich Dasein. Und Dasein bedeutet dann auch,
nicht ein vorübergehender, flüchtiger Moment, sondern ein Zustand, etwas Kontinuierliches. Im gewissen Sinne berührt die Ewigkeit die Zeit in dem Bleiben. Sie wird sozusagen im Moment angehalten. Überzeitliches wird greifbar. Der Einbruch der Ewigkeit in die Zeit. Warum ist das so? Nein, ganz klar, weil Gott die Liebe ist. Und Liebe sucht eben das Dasein und die Nähe. Und Liebe ist ewig, weil Gott ewig ist. Dasein. Ich bin einmal vor einigen Jahren mit einem meiner Neffen, mein Patenkind, 2 Tage wandern gegangen. Er war damals so in der Pubertät und recht schweigsam. Stundenlang sind wir schweigend miteinander gegangen. Aber spannend wurde es dann abends, als wir in irgendeiner Hütte übernachtet haben und unser Abendessen bereitet haben und allmählich die Schlafsäcke ausrollten. Dann kamen plötzlich die wichtigen Dialoge und die tiefen Gespräche. So etwas braucht Zeit. Wenn man da ist, miteinander Zeit verbringt, dann kommen solche Gespräche. Ich war neulich mit einem lieben Freund verreist, das erste Mal mit diesem lieben Freund. Und ich fragte mich vorher, na, werden wir eigentlich während der ganzen Reise genügend Themen zum Besprechen haben? Das war eine unbegründete Sorge. Wir hatten immer Themen zu besprechen. Denn wenn man Zeit miteinander verbringt, dann weiß man sich auch zu erzählen und dann gibt man sich teil an dem, was einem bewegt. Das ist mit unserer Beziehung mit Gott genauso. Unser zukünftiger Generalvikar Markus Hofmann sagte einmal neulich, Anbetung, das ist so etwas wie Sonnen, sich der Sonne aussetzen, nur dass man nicht der Gefahr unterläuft, einen Sonnenbrand zu bekommen. Sich der Sonne Jesu Christi aussetzen, seiner Gegenwart aussetzen, bei ihm bleiben. Wie soll er denn uns sonst zu uns reden? Wie soll er sonst unser Herz erreichen, wenn wir nicht bei ihm bleiben? Die Versuchung zum Weglaufen ist groß. Das wusste schon der große Romano Guardini, der schrieb, dass wenn man anfängt zu beten, es typisch ist, dass einem sofort alles Mögliche einfällt, was man dringend machen muss. Wenn man dieser Versuchung widersteht, dann wird man am Ende des Gebetes gar nicht mehr wissen, was es eigentlich war. Wir lassen uns dann sehr schnell ablenken. Es ist die Versuchung, unsere Gottesbeziehung zum Event zu machen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der die Events, die besonderen Ereignisse eine große Bedeutung haben. Und so kann es auch mit unserer Gottesbeziehung sein, dass wir der Versuchung verfallen, immer nur eventweise uns dem lieben Gott zuzuwenden. Das hat nichts mit Bleiben zu tun. Bleiben bedeutet Dasein, jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Dasein. Ein zweites. Bleiben bedeutet Einheit. Wenn jemand bleibt, wenn 2 Menschen beieinander bleiben, dann wird da Einheit spürbar. Nicht eine äußere Nähe nur, sondern eine innere Nähe, eine innere Einheit. Und liebe Schwestern und Brüder, wo geschieht diese Einheit mit Gott mehr, als wenn wir hier die heilige Eucharistie feiern? Leib, seelische Einheit mit Jesus Christus, der mit uns eins werden möchte, der sich nach uns sehnt und der brennt vor Sehnsucht nach Ihnen und mir. Vor der heiligen Kommunion gibt es ein Stillgebet der Priester, was eigentlich ein sehr schönes Gebet für alle ist. Darin heißt es, erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Der Herr möchte mit uns eins werden, nicht nur in diesem Augenblick der Kommunion. Er möchte eins werden mit unserem Leben. Er möchte bei uns zu Hause sein. Er möchte bei uns bleiben, Wohnrecht haben, Hausrecht haben, jeden Tag und jeden Augenblick. Er sehnt sich nach dieser Einheit mit Ihnen und mir nicht als Event, sondern als Lebensform und Zustand. Auch hier haben wir die Versuchung, dieser liebenden Einheit auszuweichen. Ja, es gibt Angst vor der Nähe Gottes. Er könnte meine Autonomie, mein Ich will selbst bestimmen, was ich mache, mir nehmen, so haben wir Angst und mein Leben durchkreuzen.
halten wir ihn lieber uns auf Abstand. Und dann besteht die Versuchung, dass wir Christus in der Eucharistie zum Erfüllungsgehilfen unserer religiösen Bedürfnisse machen. Ja, jetzt habe ich mal das Bedürfnis, in die Messe zu gehen, also gehe ich. Jetzt brauche ich das nicht, also gehe ich nicht. Das hat nichts mit Liebe, nichts mit Einheit, nichts mit Bleiben zu tun. Liebe Schwestern und Brüder, wie können wir so den Herrn in der Eucharistie behandeln, der alles tut, um mit uns eins zu werden? Und welcher Teufel reitet uns eigentlich, dass wir die Teilnahme an diesem wunderbaren Geschenk, unsere Bequemlichkeit opfern, dass wir nicht bereit sind, weithin auch mal Wege dafür in Anspruch zu nehmen? Helfen wir einander, nicht dieser Bequemlichkeit zu verfallen, sondern diese Einheit zuzulassen. Wer Ja zu Christus sagt, verliert nichts und gewinnt alles, sagte einmal Papst Benedikt. Dasein, Einheit. Ja, und noch ein drittes bedeutet das Bleiben in Christus. Es bedeutet Leben. Aus dem Biologieunterricht in der Schule weiß ich noch so viel, dass Leben immer bedeutet, wenn Zellen sich teilen. Dann ist Leben in einer Pflanze, dann ist Leben in einem Lebewesen, in einem Menschen oder auch in einem Tier. Leben bedeutet Wachstum. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Wenn Christus in uns gegenwärtig ist, dann wird er Frucht bringen und so, wie er es will. Frucht bringen ist nicht das Ergebnis von Institutionen, von Methoden, von Geld, von Kirchensteuer, von Privilegien. Es ist Frucht Jesu Christi, der in uns wachsen will. Und der uns sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, sie will ich reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Reinigung, Umkehr, nicht etwas, was wir auch sein lassen können, sondern es gehört zu diesem Lebensgeschenk Jesu. Und an dieser Stelle: Die Kirche in Deutschland hat missionarisch gesehen wenig Ausstrahlung. Das belegen alle auch demografischen Untersuchungen. Wir sind auch das Land, in dem das Bußsakrament, die Beichte, so gut wie vergessen ist. Ist das Zufall? Lassen wir uns vielleicht nicht mehr reinigen? Und wenn wir uns nicht mehr reinigen lassen, wie können wir dann Frucht bringen? Damit Fruchtbarkeit in mir, in Ihnen wachsen kann, müssen wir uns immer wieder dem Herrn zuwenden. Haben wir keine Angst vor ihm. Lassen wir uns von seiner Liebe beschenken. Dann wird unser Leben fruchtbar sein. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Jesus sehnt sich nach uns, nach Ihnen und nach mir. Er freut sich über Sie und mich. Er freut sich über die vielen Kinder, die heute Morgen hier sind. Er freut sich über euch, liebe Ministrantinnen und Ministranten, dass ihr euren Dienst tut. Er freut sich über jeden, der sich ihm zuwendet. Und er ruft uns zu, bleibt doch bei mir. Lassen wir diesen Ruf an uns heran. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Natum ante omnia saecula. Initum non
factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Resurrexit tertia die secundum scripturas. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritu sanctum et vivificante, qui ex parte filium erat, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturi seculi. Als Menschen erfahren wir oft sehr schmerzlich, was Trennung bedeutet. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat uns Gott gezeigt, wie wichtig es ist, mit ihm in Verbindung zu bleiben. So rufen wir voll Vertrauen zu ihm. Wir beten für die Kirche, für unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer, seinen neuen Generalvikar Monsignore Dr. Markus Hofmann und den scheidenden Generalvikar Dr. Dominik Meiering. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft bei uns und weltweit, die nach neuen Chancen für Versöhnung und Frieden suchen. Du Gott des Lebens, für alle, die mutig für Gerechtigkeit und Freiheit eintreten, besonders für alle, die deswegen verfolgt und bedroht werden oder vor Gericht stehen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns.
für alle Opfer von antisemitischen Übergriffen, besonders für die Kinder und Jugendlichen. Wir beten auch für jene, die sich aktiv gegen jede Art von Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich in unseren Gemeinden ehrenamtlich engagieren, und für jene, die nach ihrer Berufung fragen oder sich bereits entschieden haben, dir als Diakon, Priester oder Ordenschrist in der Kirche nachzufolgen und zu dienen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du willst, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Dafür danken wir dir und loben dich heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm deines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott,
heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkündigen und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche berufen sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt heimgekehrt sind zu dir. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes,
aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, am Ostertag tratst du in die Mitte deiner Jünger und sprachst den Friedensgruß. Deshalb bitten wir dich, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, so spricht der Herr. Thank you.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet.
Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es folgt ein Aufruf der deutschen Bischöfe. Nehmen Sie dazu bitte einen kurzen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, suche Frieden. Dies ist das Leitwort des 101. Deutschen Katholikentags, der vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster stattfinden wird. Dieser Katholikentag wird wieder ein Spiegelbild der Lebendigkeit und geistlichen Kraft unserer Kirche werden, bunt und vielschichtig, nachdenklich und fröhlich, fromm und politisch zugleich. Der Katholikentag wird in Münster stattfinden, an einem historischen Ort, der das gesellschaftliche Engagement für den Frieden in unserer Geschichte belegt. Menschen guten Willens wollen beim Katholikentag in Münster durch ihr Miteinander Frieden gestalten, in persönlichen Begegnungen, Gottesdiensten, durch Workshops auf Podien und in vielerlei die Generation ansprechenden Veranstaltungen. Liebe Schwestern und Brüder, manchem von Ihnen werden die Teilnahme an diesem Fest des Glaubens schon eingeplant haben. Doch auch wenn Sie persönlich nicht kommen können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung. Der Katholikentag ist ein starker Ausdruck der Verantwortung für alle Katholikinnen und Katholiken, für Kirche und Gesellschaft. Tragen Sie durch Ihr Gebet zu seinem Gelingen bei und helfen Sie darüber hinaus durch eine großzügige Spende mit, dass der Katholikentag ein Zeugnis für unseren Glauben werden kann, das weit in unsere Gesellschaft hineinwirken wird. Würzburg, den 22. Januar 2018, für das Erzbistum Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki, Erzbischof von Köln. Noch einige Einladungen und Ankündigungen für die vor uns liegenden Tage. Wie immer sonntags laden wir heute Abend um 18 Uhr zur Chorvesper am Dreikönigenschrein ein. Am Dienstag, dem 1. Mai, sind die heiligen Messen wie werktags, also morgens um 6.30 Uhr, 7.15 Uhr, 8 Uhr und 9 Uhr und abends um 18.30 Uhr. Im Monat Mai sind Sie herzlich eingeladen zu den Mai-Andachten um 18 Uhr, immer montags, mittwochs und freitags. Am kommenden Sonntag ist um 10 Uhr die Erstkommunionfeier für die Kinder der Domsingschule. Wir bitten Sie herzlich um Ihr Gebet für die Kinder und für Ihre Familien. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe eben schon in der Predigt angedeutet, dass so viele Kinder heute Morgen hier sind. Das freut mich ja besonders. Ihr wart auch besonders tapfer und habt den langen Gottesdienst so in Stille ausgehalten. Ich lade euch jetzt aber einmal hier nach vorne zu kommen auf die Altarinsel. Nur Mut, kommt mal nach vorne. Ich möchte mal mit euch ein wenig reden. Nur Mut. Kommt. Sehr schön. Kommt hier hoch. Sehr schön. Sehr gut. Also, liebe Kinder und Jugendliche, ihr wisst wahrscheinlich nicht, wer ich bin, also ich bin hier Weihbischof. Also ein Weihbischof, also ein Bischof ist so, also ich bin ein Kollege vom heiligen Nikolaus. Den heiligen Nikolaus kennt ihr, ja? Der ist schon im Himmel und ein Heiliger und da will ich noch hin, das dauert noch was, da muss ich noch kräftig dran arbeiten, aber wir sind eben beides Bischöfe. Jetzt bin ich Weihbischof hier in Köln und ein Weihbischof, das ist so was Ähnliches wie ein Kaplan in einer Pfarrei. Der Pfarrer ist der Chef. Und er hat einen Kaplan, der hilft ihm. Unser Chef ist unser Erzbischof, Kardinal Wölki. Und ich bin einer von drei Weihbischöfen, die ihm helfen. So, und jetzt habe ich hier an meinem Outfit einiges, was mich unterscheidet von den Mitbrüdern da hinten. Und was deutlich macht, was so ein Bischof sein soll. Was fällt euch da auf, ja?
Sie haben eine Mitra an. Oh, schon der Fachbegriff dazu, die Mitra. Also eine Mitra ist ja eigentlich ein komischer Hut, gell? So einen Hut hat man normalerweise nicht. Der zeigt in den Himmel, hat zwei Spitzen. Und die Spitze, die zeigt in den Himmel und soll uns daran erinnern, denkt dran, über der Himmel, über der Erde gibt es den Himmel, über den Menschen den lieben Gott. Und wenn ihr genau hinguckt, hat dieser Hut sogar zwei Spitzen. Und das soll uns daran erinnern, wir sollen Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben. Hältst du mal diesen Hut? Was haben wir noch? Ja? Du hast einen Bischofsstab. Genau, einen Bischofsstab, den Hirtenstab. Also wenn die Hirten die Schafe hüten, die haben einen solchen Stab. Und der ist sehr nützlich. Mit dem Stab kann man die Herde verteidigen, wenn wilde Tiere kommen. Im Heiligen Land war das noch so, waren Wölfe oder so unterwegs. Und die konnte man damit vertreiben. Und der hat noch eine Eigenschaft, der hat so eine Krümme. Und wenn sich so ein kleines Schäfchen, so ein Lämmchen im Gebüsch verheddert hat, dann kann man mit diesem Stock an das Beinchen gehen und wieder aus dem Gestrüpp rausziehen und befreien. Ein Bischof soll jemand sein, der die Gläubigen beschützt und wenn sie sich mal verheddert und verirrt haben, wieder rauszuholen. Also soll ihnen dabei helfen. Sehr gut. Hältst du mal den Stock? So, haben wir noch Dinge, die die Mitbrüder nicht haben. Jetzt muss man schon allmählich genau hingucken. Wer hat gute Augen? Ja? Die Kreuzkette. Jawohl. Also ein Kreuz auf der Brust. In der Brust, da schlägt das Herz. Herz haben bedeutet lieben. Ich trage das Kreuz auf der Brust und das soll mich eine Mahnung sein. Denk daran, du sollst Christus immer im Herzen behalten. Da soll er immer drin bleiben. Und du kannst nur dann gut Bischof sein, wenn du Christus im Herzen behältst. Hältst du mal das Kreuz? So, jetzt gibt es noch was. Wenigstens noch zwei Dinge sogar. Bitte? I'm not Ja, hier, das Hütchen, genau. Dieses lila Hütchen. Also wenn ihr mal angeben wollt, ja, das heißt Pileolus, braucht man sich nicht merken, ist nur zum Angeben. Pileolus. Und das ist in Violett. Violett ist die Farbe der Bischöfe. Violett ist eine Form von Rot. Rot ist das Blut. Ihr wisst, dass die ersten Christen besonders und viele Christen ihr Leben für Jesus hingegeben haben. Und dieses soll mich daran erinnern, denk dran, du bist nicht zum Spaß Bischof, du sollst Zeugnis geben und wenn es sein muss, auch noch dein Leben hingeben. Deshalb dieses Hütchen. Hältst du das mal? So, jetzt sind wir fast durch. Noch was? Ja? Sie haben einen Ring an? Einen Ring, richtig. Normalerweise haben Priester keinen Ring an, aber Bischöfe haben einen Ring an. Ich bin mal gespannt, ob ihr seht, was da drauf ist. Siehst du das? Ja. Drei Menschen mit so einer Art Krone auf dem Kopf. Was könnten das für Menschen sein? Ja? Exakt, das sind die heiligen drei Könige. Diesen Ring hier, den habe ich bekommen von Kardinal Meißner, der hat mich zum Bischof geweiht. Und der hat ihn geschenkt bekommen von einem Weihbischof, der früher bei uns tätig war, der jetzt auch schon im Himmel ist, Weihbischof Jansen. Und das sind die heiligen drei Könige. So ein Ring hat keinen Anfang und kein Ende. Und so ein Ring soll zeigen, so soll deine Liebe zu Jesus sein. Ohne Anfang, ohne Ende, immer treu sein. Immer bei Jesus bleiben. Das sind die Zeichen. Also, immer treu bleiben. Notfalls auch das Leben hingeben. Christus im Herzen behalten. Daran die Menschen erinnern, dass es über der Erde einen Himmel gibt und die Herde Gottes die Gläubigen beschützen. Klar soweit? Okay, jetzt wisst ihr ungefähr, was ein Bischof ist. Jetzt hätte ich aber gerne die Dinge auch wieder, ja? Ja? Sie haben noch ein Kreuz mit Jesus auf dem Rücken. Ein Kreuz mit Jesus auf dem Rücken. Ja, das ist mein Messgewand, richtig. Das habe ich bekommen vor 25 Jahren, als ich zum Priester geweiht wurde. Und da ist Jesus hinten drauf zu sehen am Kreuz. Und darunter ein Heiliger, der heilige Dominikus. Das ist mein Namenspatron. Sehr gut.
Jetzt gebe ich euch allen hier im Dom und die mit uns verbunden sind den Segen. Dazu gehe ich zum Altar. Ihr könnt gerne noch so lange hier bleiben, okay? Und dann könnt ihr wieder auf eure Plätze gehen. Schön, dass ihr gekommen seid. Liebe Schwestern und Brüder, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Christus bleibt bei uns. Unterpfand dafür ist auch der Segen Gottes, seine Zusage, jeden Augenblick bei uns zu bleiben. Nehmen wir diesen Segen mit, natürlich euch, liebe Kinder, mit besonders hinein, aber all jene, die uns am Herzen liegen und mit uns verbunden sind, denen wir heute oder in der kommenden Woche begegnen werden. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne, behüte und stärke euch und alle, die mit euch verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.